Hallo zusammen, heute habe ich 7 Dinge oder Unterschiede, die in amerikanischen Häusern ganz anders sind. Und ich rede hier nicht von Steckdosen, Türgriffen oder Fenstern. Nummer 1. Amerikanische Küchen. Ob du ein Haus mietest oder kaufst, es ist immer eine komplette Küche mit drin. Also Küchenschränke, Spülmaschine, ein Herd, Backofen und ich habe auch noch kein Haus besichtigt, das keine Mikrowelle gehabt hat. Und zumindest in unserem Fall haben wir auch noch nie ein Haus gehabt, das keinen Kühlschrank dabei gehabt hat. Aber das ist nicht immer der Fall. Nummer 2. Deckenventilatoren. Deckenventilatoren gibt es fast in jedem Raum. Wenn du ein Haus besichtigst, egal ob zu mieten oder zu kaufen, wenn es Deckenventilatoren hat, bleiben diese. Genauso wie Lampen oder Fensterblinds. Nummer 3. Ein Panic Room. Einige Häuser in den USA haben sogenannte Panic Rooms. So wie auf diesen Fotos. Was aussieht wie ein ganz normaler Kleiderschrank auf den ersten Blick, hat noch eine versteckte Tür. Könnt ihr sie sehen? Hier ist die Tür jetzt offen und ihr könnt in den Panic Room reinsehen. Nummer 4. Der Food Waste Disposal. Auch hier habe ich noch kein Haus gesehen, was dieses Ding nicht hatte. Total praktisch. Auf Nummer 5 ist die Klimaanlage. Fast alle Häuser in den USA haben Klimaanlagen, je nach Größe manchmal 2. Eine für unten und eine für oben. Und man kann sie hierüber bedienen oder vorprogrammieren. Bei uns ist dies auch gleichzeitig die Heizung. Man stellt sie einfach von Cool auf Heat um. Nummer 6. Ein Full House Generator. Praktisch, wenn Stromausfall ist und hier bei uns in Texas nicht ganz ungewöhnlich. Doch nicht jedes Haus hat so einen. Aber wenn du ein Haus mietest oder kaufst, was einen hat, herzlichen Glückwunsch. Ansonsten sind die Anschaffungskosten nicht ganz billig. Und auf Nummer 7, keine abnehmbaren Showerheads. Wie heißt das in Deutschland, abnehmbare Brauseköpfe oder so? Ihr wisst schon, was ich meine. Solche habe ich in amerikanischen Häusern oder Hotels noch nie gesehen. So, und das war's fürs heutige Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.